Und bei Spielerverfügbarkeit, das Erste, was wir tun sollten, das Erste, was ich immer versuche zu tun, ist einfach ein Injury Report drauf zu bekommen. Erstmal eine Zahl drauf zu bekommen, welche Verletzungen haben wir eigentlich gerade, wie viele haben wir, welche Arten der Verletzungen kosten uns im Schnitt, wie viele Ausfalltage, wo haben wir den größten Impact an Verletzungen, wo ist der größte Injury Impact, und da können wir dann anfangen zu handeln.